an die Widersacher, an die, die wollen, dass ich stürze, an die alle, an die Widersacher und falschen Führer, die glauben, sie hätten das goldene Ei in der Hand. Liebe Zuhörer, hört genau auf ihre Worte, die sie euch sagen. Empfindet, dass ihr verführt werdet. Empfindet, dass ihr es seid, die wach sein müssen. Ihr müsst nun selbst in die Wehr gehen und denjenigen erkennen, der das wahre Wort spricht. Ihr seid es und niemand macht es für euch. Es kommt niemand und es kann kein Widersacher auferstehen, der nun da ist und euch gut predigt. Denn er hat keinen Zugang. Weder, ich sage jetzt keine Namen, sie liegen mir auf der Lippe und sie alle haben keinen Zugang. Oder sie schreiben Worte heraus aus Offenbarung von Johannes, Rufe aus der Urschöpfung und so weiter, aus Offenbarungen der Bibel. Und sie zitieren eigentlich immer diese Menschen, die Wegbereiter, die da waren. Oder sie zitieren immer das Gotteswort Jesus oder Immanuel, Abdruschin. Achtet darauf, die Menschen, die dauernd die Worte zitieren, sie sind es nicht wert, denn derjenige, der wahrhaftig als Lichtbote steht und der euch führen wird in das Friedensreich, er schöpft von oben und es kommt alles von oben. Er schöpft also frei im Frieden, in wahrhaftigen Worten von oben. Achtet darauf, wenn ihr noch verführt werdet, dann seid ihr nicht auf dem Weg. Das Dunkel will euch noch verführen, obwohl Luzifer gebunden ist. Seine Trabanten schwirren auf dieser Erde herum. Sie sind überall, die Trabanten. Ihr werdet verführt, gleich was es ist. Oder ihr geht in Mitbefriedigung hinein, dann seid ihr auch verführt. Und ihr geht einfach mit, im Wort, in Dingen, in Sachen. Also achtet darauf. Ich will euch nur wecken. Ihr müsst es selber finden. Ihr müsst ihn finden, denjenigen, der euch führt, tatsächlich in das Friedensreich. Derjenige wird euch nicht aufhalten mit irdisch-materiellen Dingen. Er wird erzählen von, wie es im Friedensreich aussehen wird, wie der Mensch endlich das Wort werdet Brüder, endlich geschehen wird. Und zwar nicht aus der Bibel oder aus anderen Dingen heraus, sondern er schafft und schöpft von oben. Er schafft sein Umfeld so, dass ihr, wenn ihr im Verkehr kommt mit ihm, ihr werdet es spüren, dass die Kraft eine andere Kraft ist, als je ein Menschengeist auf dieser Erde hatte. Denn diese Kraft, die dieser Führer ausstrahlt, die ist überirdisch. Sie hat einen hohen Funken aus dem Göttlichen. Er senkte sich in ihn, in diesen Führer, und wird ihn begleiten, stützen, anheben. So anheben, dass er immer noch bei den Menschen ist, aber nur so, dass er nicht mehr eigenmenschlich tut, sondern nur noch in den Gesetzen Gottes vollbringt. Dieser Führer ist hier. Ihr könnt ihn finden, wenn ihr die Ohren aufmacht. Und wenn ihr sehen wollt, dann folgt ihm. Es gibt keinen anderen Führer als diesen lichten Boten, der Verbindung hat nach ganz oben.
seine menschliche Hülle, sein Tun, sein Machen, sein Handeln ist immer in den Gesetzen Gottes verankert. Nie würde er anderes tun. Er kann es nicht, denn er ist nicht mehr im Kleinen wie im Großen der Mensch selbst. Er ist also nicht mehr der, den ihr von ihm erwartet. Er ist entrückt den Menschen und trotzdem ist er noch bei ihnen. Denn er muss diesen Aufbau führen. Nur er alleine kann es. Denn er hat das Wissen und die Weisheit aus Ismael. Das Wissen hat er von Abdruschin, Immanuel und die Weisheit aus Ismael. Achtet darauf. Wer gründet in freien Stücken, der ist es. Und nicht der, der euch wie ein Gelehrter etwas vorschreibt. Achtet darauf, mehr sage ich nicht. Ich könnte jetzt hier 12 Namen auflisten und benennen, aber ich habe keinen Nutzen. Ihr hättet eine Ahnung dann oder ihr werdet verunsichert. Ihr aber sollt es selbst richten. Ihr müsst es tun, denn es liegt in eurer Macht und Kraft. Sucht den Führer auf dieser Erde, denn wenn es losgeht, dann wird Immanuel die Menschheit führen, die wenigen noch, die kleine Schar, die unter einem Baum im Schatten Platz hat. So wenige werdet ihr sein, nicht mehr. Bald geht's los. Ich kann nur sagen, der lichte Bote wird geschickt von Immanuel, aus höchster Höhe geschickt, an die Orte, wo er auslösen muss, damit nun dieses Geschehen auf der Erde schnell vorwärts geht. Es sind zu wenige hier, die durch den hohen Lichtdruck Gottes nun in der Kraft stehen, in der Allkraft stehen von Gott. Sie stehen nicht und da musste das Licht eingreifen. Es musste diesen Führenden schicken, damit er auslöst. Denn sonst kann es nicht auslösen auf der Erde. Es braucht diesen Punkt, diesen Stachel, diesen Schwert. Dieser geistige Führer wird euch also mit dem Schwert führen. Habt keine Angst, wenn ihr auf dem rechten Weg seid, Gott angebunden, freudig aufblickend zu ihm in Sehnsucht, dann seid ihr herausgehoben von allem Dunkel, von allem Leid, das nun die Menschheit treffen muss. Achtet also auf die falschen Führer, auch wenn ihr noch bei diesen seid. Achtet auf ihre Worte. Achtet doch auf ihr Versteckenspiel, das sie treiben. Ein wahrer Lichter, der muss sich nicht verstecken. Der geht für Gott in den Tod. Der Führer, der da ist, er geht für Gott, für Immanuel in den Tod. Achtet darauf, was sind das für Führer? Es sind Verführer, denen ihr euch noch folgt. Ihr folgt also noch den falschen Führern. Ich habe nun gesagt, achtet auf ihre Worte, auf ihre Gestik und auf ihr Sein. Kein Führer muss sich verstecken, denn er hat nichts zu verstecken. Er muss das heilige Wort predigen. Er muss es dauernd und wiederholt den Menschen einsagen. Denn sonst vergessen sie es wieder die Menschen im Alltag. Achtet also auf diesen Führer, der immer die Worte bringt in eure Seele. Mehr kann ich euch nicht sagen. Ihr selbst müsst ihn finden.
Ihr Emanuel Markus.